Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Das Internet bietet enorme Potenziale für die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung. Seine Attraktivität und Innovationskraft verdankt es maßgeblich dem offenen und vergleichsweise einfachen Zugang für Nutzer und Anbieter sowie der Übermittlung von Datenpaketen ohne Diskriminierung, unabhängig von Sender und Empfänger. Diese Worte, liebe Kolleginnen und Kollegen, stammen nicht von mir, sondern aus dem Bericht der Enquetekommission des Bundestages Internet und digitale Gesellschaft. Und damit ist zu Punkt 1 unseres Antrages eigentlich alles Wesentliche gesagt. Und wenn ich mich im Internet umschaue, stelle ich fest, dass dort ein großer Teil von Ihnen mit sinnvollen Beiträgen vertreten ist. Das Frontberichterstattungsorgan nehme ich hier mal aus an dieser Stelle. Und dass viele von Ihnen das Medium Internet ebenfalls gebührend und schätzen gelernt haben. Jedem ist klar, dass in der heutigen Zeit ein freies und offenes Internet eine wesentliche Grundlage für Informations- und Meinungsfreiheit bildet. Ich habe eigentlich in der demokratischen deutschen Parteienlandschaft noch niemanden vernommen, der Gegenteiliges behauptet. Und um diese Grundlage zu sichern, ist es erforderlich, die Netzneutralität gesetzlich zu verankern. Nun wird gelegentlich von Kritikerinnen und Kritikern unserer Anträge auch zu diesem Thema gern behauptet, die Netzneutralität sei bereits gesetzlich verankert im § 41a des Telekommunikationsgesetzes. Meine Damen und Herren, mitnichten ist dies der Fall. Es ist schlicht eine Ermächtigungsgrundlage zum Erlass einer Rechtsverordnung durch die Bundesregierung und einer Richtlinie durch die Bundesnetzagentur. Und von beiden wurde noch kein Gebrauch gemacht. Und genau deshalb sagen wir, es müssen gesetzliche Standards festgelegt werden. Die Übergabe des Problems in die Hände der Bundesregierung hat ja offensichtlich nichts zur Sicherung der Netzneutralität beigetragen. Das haben auch die Bürgerinnen und Bürger erkannt. Vielleicht hat es ja der eine oder andere mitbekommen, es gibt zu diesem Thema bereits eine Online-Petition. Am 21. Mai, also vor wenigen Tagen, begann hier die Zeichnungsfrist. Am Vormittag des 23. Mai, also keine zwei Tage später, lagen bereits mehr als 20.000 Unterschriften vor. Und die geforderten 50.000 fielen kurze Zeit später weit vor Fristablauf. Da sieht man doch, wie sehr die Menschen in diesem Land dieses Thema bewegt. Aber wahrscheinlich sieht die Bundesregierung immer noch keine Notwendigkeit, eine Verordnung zu erlassen. Selbst das Bundeskartellamt hat sich der Sache angenommen und das Vorhaben der Telekom, was Auslöser auch dieses Antrages war, ins Auge gefasst. Alle sehen Handlungsbedarf, nur die Bundesregierung nicht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, bisher hieß es zu diesem Thema ja immer, es bestehe keine akute Gefahr. Das dürfte sich natürlich mit der Ankündigung der Telekom und nach Informationen aus dem Internet auch anderer Anbieter, da sieht man schon, wofür das Internet so alles gut ist, künftig Netzblockaden einzubauen und die Datenmengen ab einem gewissen Punkt zu verlangsamen, deutlich ändern. Solche Vorhaben sind ohne Zweifel eine Gefahr für die Freiheit des Internets. Sie bedeuten zunächst zumindest gelenkte Inhalte. Was dann noch kommt, wird sich zeigen. Natürlich bedeutet Netzneutralität weit mehr als Netzblockaden, Begrenzung von Datenmengen oder Privilegierung einiger Dienste. Zunächst bedeutet Netzneutralität nur die wertneutrale Übertragung von Inhalten im Internet. Es bedeutet das Senden aller Datenpakete unverändert und in gleicher Qualität von und an ihre Kunden, unabhängig davon, woher diese stammen, zu welchem Ziel sie transportiert werden sollen, was Inhalt der Pakete ist und welche Anwendung die Pakete dann finden. So die Definition, die Pläne der Telekom greifen hier teilweise ein. Sie sind also nicht das ganze Problem, aber sie sind der erste Stein des Anstoßes. Aus diesem Grunde möchte ich auch nicht zu sehr auf diesen Plänen rumreiten, da sie nur Teil eines Problems sind. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch habe ich mir angewöhnt, alle Argumente zu prüfen, bevor ich unüberlegt drauf loshaue. Und das schließt natürlich auch die Gegenargumente ein. Was könnte also gegen eine gesetzliche Verankerung der Netzneutralität sprechen? Einige vermeintliche Wirtschaftsfachleute meinen ja, man brauche so ein Gesetz nicht, da der Markt so etwas selbst reguliere. Allein der Glaube hieran fehlt mir. Übersehen wird hierbei nämlich die Natur des Marktes. Wir reden hier über Oligopole, da sind die Regeln in der Praxis etwas anderes als in der Selbstregulierung. Das merke ich nämlich jedes Mal, oder das merken auch Sie jedes Mal, wenn Sie an die Zapfsäule fahren, um Ihr Auto aufzutanken. Auf Selbstregulierung sollte man also auch hier nicht vertrauen. Dann wird argumentiert, eine Verpflichtung zur Netzneutralität verhindere den weiteren Ausbau der Breitbandnetze. Soll wohl heißen,
Die Geschichte wirft nicht genug Gewinn für Investitionen ab. Aber das Internet platzt bald aus allen Nähten und hier muss ausgebaut werden, was das Zeug hält. Nur um das klarzustellen, auch wir sind für den Ausbau von Breitbandnetzen, sobald dies erforderlich ist. Aber zum einen ist dieser Punkt nach Einschätzung von Experten noch lange nicht erreicht und zum anderen nicht auf Kosten eines freien und offenen Internets. Die Kapazitäten sind jetzt und werden auch in naher Zukunft noch ausreichend sein. Im Übrigen konnte auch noch kein Nachweis erbracht werden, warum denn nun die Netzneutralität zugunsten von Investitionen geopfert werden soll. Nein, all das überzeugt nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, letztlich geht es hierbei, wie so oft, nur um Profitmaximierung. Man will einfach mehr am Internet verdienen. Profitmaximierung auch auf die Gefahr hin, Menschen vom Internet auszuschließen. Und das grundsätzliche Problem erahnen anscheinend sogar überzeugte Nichtsozialisten. Ich zitiere hier einmal den Abgeordneten der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Dr. Georg Nüßlein, der am 16. Mai in der Bundestagsdebatte zum Thema Netzneutralität im Allgemeinen nicht viel Sinnvolles zur Debatte beitragen konnte, dann aber doch sagte, ich zitiere, die Gefahr, die mit einer solchen Datenbremse verbunden ist, ist meines Erachtens die, dass bei einem Preisaufschlag, und seien es nur 10 bis 20 Euro, wie die Telekom ihn nehmen will, die Bereitschaft dafür zu zahlen bei vielen weniger zahlungskräftigen Privatkunden nicht mehr da ist, Zitat Ende. Und gerade auch bei uns im Land geht es nicht nur darum, ob man 10 oder 20 Euro mehr zahlen will, sondern es geht auch hier darum, ob man 10 oder 20 Euro mehr zahlen kann. Das könnte man deshalb sogar fast schon so stehen lassen, wie der Kollege von der CDU-CSU-Fraktion formuliert hat. Fast deshalb, weil ich bei einem Blick eben auf die vielen Hartz-IV-Haushalte in unserem Land und die hohe Anzahl von prekär Beschäftigten von bloßer Bereitschaft zur Zahlung nicht reden kann. Es geht darum, die schlichte Möglichkeit, einen derartigen Mehrbetrag zu bezahlen. Da liegt nämlich für viele das Problem und für viele Haushalte, das wissen wir, wenn wir durch unser Land fahren, sind eben 20 Euro viel Geld. Ich bin da Herrn Dr. Nüßlein für diese Aussage sehr dankbar. So brauche ich nämlich nicht das Schlagwort des Zwei-Klassen-Internets bedienen. Er hat es trefflich beschrieben. Und da sehen Sie den springenden Punkt, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ist man sozial eingestellt, dann tritt man dafür ein, dass die Dinge, die elementar wichtig für die Menschen sind, günstiger werden. Ist man nicht sozial eingestellt, dann tritt man dafür ein, an den Dingen, die elementar wichtig für die Menschen sind, Geld zu verdienen. Und je wichtiger es für die Menschen ist, umso mehr Geld soll sich ja damit verdienen lassen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich mit einem weiteren Zitat aus der Bundestagsdebatte schließen. So teilt der SPD-Abgeordnete Martin Dürrmann mit, ich zitiere, der beste Weg, um Netzneutralität nachhaltig zu sichern, bleibt allerdings eine klare gesetzliche Regelung hierzu. Wir begrüßen es deshalb sehr, dass die rot-grüne Koalition im Land Nordrhein-Westfalen eine entsprechende Bundesratsinitiative angekündigt hat. Zitat Ende. Und wir begrüßen es selbstverständlich sehr, dass sich die SPD in Berlin im Bundestag so ausdrücklich für Initiativen auf Länderebene zum Thema Netzneutralität positioniert. Ich würde mich freuen, wenn wir aus unserem Landtag ähnliche Signale nach Berlin senden können. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Peterreit, solange Sie hier sitzen, wird die Möglichkeit, Reden zu Protokoll zu geben, nicht eingeführt, weil sonst würde nämlich Ihr ganzer Schwachsinn unwidersprochen in Protokollen stehen. Ach Gott, Sie sind immer so lustig, Herr Köster. Ah, das ist immer wieder schön. Ja, Herr Schütt, was gehört Herr wohin? Herr Ritter, ganz kleinen Moment bitte. Herr Köster, ich erteile Ihnen einen Ordnungsruf. Bitte, Herr Ritter. Dankeschön. Also, Herr Schütt, was gehört wohin? Der Bundespräsident hat hier in seiner Rede ein Hohelied auf den Föderalismus gehalten. Dem kann ich uneingeschränkt zustimmen. Und aus dieser Rede heraus leitet sich ab, dass wir hier im Land unter anderem für die Menschen zuständig sind oder Verantwortung tragen, die hier im Land leben. Und zu diesen Menschen gehören eben auch Nutzerinnen und Nutzer des Internets. Und dann einfach zu sagen, ja, lass die das mal im Bundestag klären, das ist nicht unsere Zuständigkeit, das ist nicht unsere Ebene, das halte ich ein bisschen für kurz gesprungen. Und nochmal zum Paragraphen 41. Wenn Sie meinen, es ist schon gesetzlich geregelt, dann ist im Paragraphen 41 eben nur geregelt, dass die Bundesregierung eine Ermächtigung zum Erlass einer Rechtsverordnung hat.
Und diese Rechtsverordnung ist eben nicht erlassen. Das ist ja das Problem an der ganzen Sache. Und ich würde es auch noch 10-mal wiederholen, bis es dann alle am Ende auch begriffen haben. Und das ist ja auch Ansatzpunkt für die öffentliche Diskussion. Das war Ansatzpunkt für die Online-Petition, die, wie gesagt, in wenigen Tagen eine unwahrscheinliche Zustimmung gefunden hat. Und das ist auch die Grundlage für unseren Antrag. Und, lieber Kollege Schulte, Mehrheiten im Bundestag kann man natürlich orakeln, ob vor der Bundestagswahl noch was passiert oder nicht. Wenn man sich mal die Kräfteverhältnisse dann anschaut, SPD, Grüne und Linke hätten im Bundestag durchaus die Möglichkeit, einer entsprechenden gesetzlichen Regelung oder eine entsprechende gesetzliche Regelung schon jetzt auf den Weg zu bringen, wenn es denn politisch gewollt wäre. Aber da geht es ja den Anträgen meiner Fraktion im Bundestag ja ähnlich wie uns hier im Landtag, dass solche Initiativen dann abgelehnt werden. Aber ich bin zumindest dem Verbraucherschutzminister, Herr Minister Backhaus, sehr dankbar, dass er hier über die aktuellen Entwicklungen uns informiert hat und dass er angekündigt hat, dass die Verbraucherschutzminister zumindest bereit sind, auch der entsprechenden Bundesratsinitiative aus NRW beizutreten. Ich hoffe nur, Herr Minister Backhaus, dass Sie nicht noch von Herrn Schüttern zurückgepfiffen werden, weil es Unstimmigkeiten in der Koalition zum Thema gibt. Also Standfestigkeit an diesem Thema. Trotzdem bin ich nicht der Auffassung, dass sich unser Antrag erledigt hätte, weil was ist denn schädlich daran, wenn der Landtag auch dem Verbraucherschutzminister des Landes Mecklenburg-Vorpommern den Rücken stärkt und sagt, dass die Landesregierung aufgefordert wird, sich im Bundesrat für eben eine solche gesetzliche Festschreibung der Netzneutralität einzusetzen. Das kann doch dann nur hilfreich sein, wenn Herr Backhaus dann nach Berlin fährt in den Bundesrat und sagt, ich habe ein Votum des Landtages hinter mir, ich bin beauftragt worden, mich für eine solche gesetzliche Regelung einzusetzen. Das stärkt doch Ihre Verhandlungsposition. Und die Punkte 1 und 2 in unserem Antrag haben sich natürlich überhaupt nicht erledigt, wenn wir hier feststellen lassen wollen, dass ein offenes und freies Internet für das gesellschaftliche und kulturelle Miteinander elementar ist und so damit einen wichtigen Eckpfeiler für die Bildung darstellt oder dass wir eben mit Besorgnis, und das ist ja in den meisten Redebeiträgen deutlich geworden, dass wir mit Besorgnis zur Kenntnis nehmen, dass es hier bestimmte Änderungen geben soll. Und weil das so ist und weil nichts erledigt ist an unserem Antrag, beantrage ich die Einzelabstimmung der Punkte 1, 2 und 3 unseres Antrages. Dankeschön.